Das 9-Euro-Ticket soll Bürgerinnen und Bürger finanziell entlasten und einen Anreiz zum Umstieg auf den ÖPNV bieten. So zumindest der Plan der Bundesregierung 2022. Insgesamt 2,5 Milliarden Euro hat die Ampel dafür in die Hand genommen. Der gewünschte Effekt ist laut einer aktuellen Studie aber ausgeblieben. Zu teuer, zu ineffizient, zu unpünktlich, zu wenig Umstiege von Auto auf ÖPNV. So urteilt das Ludwig-Erhard-IFO-Zentrum für soziale Marktwirtschaft in Fürth. Bei unseren Auswertungen kam heraus, dass der ÖPNV, der öffentliche Nahverkehr, zunehmend genutzt wurde durch das 9-Euro-Ticket. Auf der anderen Seite der Autoverkehr aber nur geringfügig abgenommen hat. Das 9-Euro-Ticket war ja zulässig im Nahverkehr und wir finden, dass es dort auch massiv zu Verspätungen kam. Aber es gab auch Effekte auf den Fernverkehr, mit dem man ja das Ticket gar nicht nutzen konnte. Keine guten Nachrichten also für das Nachfolgermodell, denn Sarah Necker befürchtet ähnliche Effekte. Trotzdem soll das Deutschland-Ticket in den meisten Bundesländern bleiben, auch in Bayern. Das haben die Verkehrsminister jetzt angekündigt. Und das, obwohl sich Bund und Länder schon lange über die 50-50-Finanzierung streiten. Noch stehen in Bayern keine Angebotsstreichungen im Schienenpersonennahverkehr auf der Tagesordnung. Aber wir müssen dazu enorme finanzielle Klimmzüge und Umschichtungen machen. Fest steht schon jetzt, der Preis wird im kommenden Jahr steigen. Sarah Necker geht nach der Studie zum 9-Euro-Ticket davon aus, dass das Deutschland-Ticket vor allem denen zugutekommt, die den ÖPNV sowieso schon regelmäßig nutzen. Den Autoverkehr langfristig reduzieren wird es daher wohl kaum. Trotzdem gab es auch positive Effekte beim günstigeren Vorgängermodell. Das 9-Euro-Ticket wurde ja geschaffen aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine. Und mit der einhergehenden Inflation wollte man die Leute entlasten. Und es ist möglich, das haben wir aber nicht untersucht, dass es eben zu einer finanziellen Entlastung kam bei den Leuten, die das tatsächlich genutzt haben. Die erhoffte Mobilitätswende zum Schnäppchenpreis kann laut der Studie also schwer mit Sonderangeboten erreicht werden. Egal, ob für 9 oder 49 Euro.